sich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon sehr viel später war, als ich geglaubt hatte. Sehr beeilen. Den Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Blick und sicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm. Atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: Von mir willst du den Weg erfahren. Ich, da ich ihn selber nicht finden kann, gib's auf, sagte er, gib's auf, und wandte sich ab. Wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.